Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. So gut. Jetzt geht's erst richtig los, mal mit dem Spiel. Finde Verbündete im Widerstand. Was haben wir hier? Kassenwart. Du kannst mir vertrauen, dass ich gut auf die Gelder deiner Basisstadt aufpasse. Ich muss ja immer die ganze Basis hier erkunden. Wartet, so gibt Konferenzraum. Da nicht. Dann gehe ich erstmal hoch. Was haben wir hier? Pum, 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 pum. Das ist noch Baustelle. Das wird mal ein schöner Garten. Hier. Es geht noch weiter hoch. Naja. Gut, was ist. Da oben ist eine schöne Dachterrasse. Da können wir doch auch eine Bar machen. Eine Rooftop-Bar. Wo man sich entspannen kann. Ja. Wir haben noch mehr Freunde, oder? Bringen sie mit. Je mehr, desto besser. Ja, ich dachte, du kennst vielleicht noch jemanden. Und kannst mir sagen, wo ich hingehen soll. Es gibt auch die Attacke-Helden-Kombo. Für 20 verschiedene bekommt man auch einen Erfolg. Also zwei habe ich schon ausgeführt, zwei unterschiedliche. Fehlen nur noch 18. Für den Erfolg. Hier ist noch Gerümpel. Das war mein Zimmer. Ah, hier kann ich. I took the liberty of putting together a little town development plan. Would you care to take a look? It takes a lot to make a town, you know. Building the facilities we need will be hard enough, but we'll also have to find the right people to run them. Okay. Das Entwurfsbüro. Im Entwurfsbüro kannst du neue Einrichtungen für Hauptquartiere planen, das Hauptquartiervermögen erhöhen und Ressourcen einsammeln. Deine Stadt wächst, wenn sich die Hauptquartierstufe erhöht. Für die Stadtentwicklung müssen Hauptquartiervermögen und Ressourcen ausgegeben werden, um Entwicklungskacheln freizuschalten. Jede Kachel macht die an sie angrenzende Kacheln freischaltbar. Um manche Kacheln freizuschalten, muss ein Verbündeter die entsprechende Einrichtung leiten oder die Geschichte bis zu einem bestimmten Punkt abgeschlossen werden. Investiere Geldmittel und Ressourcen, um die Stadt aufzubauen. Okay. Für Midgard entschieden. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch kein schlechter Name. Wurde der vorgeschlagen? Midgard? Wahrscheinlich, ne? Es gab ja nicht die... Oder bisher gab es nicht die Fähigkeit, irgendwie frei was einzugeben. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. So, habe ich überhaupt was? Bevölkerung 360, Schatzkammer ist leer, Ressourcen 178. Finde einen Verbündeten. Fürs, ja, müssen wir erstmal hier Militär. Nahrung.
Ey, da musst du ja richtig Ressourcen kloppen. Handelshaus bauen. Militär. Das ist entwickelt. Steigert die Lagerkapazität für Material. Holzfällerhütte bauen. Baut eine Holzfällerhütte, erlaubt das Sammeln von Bauholz und Früchten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Darauf muss man wohl. Ach, ich muss seine Tante finden. Sein Tantchen rekrutieren. Die macht dann Landwirtschaft. Okay. Well then, another time. 15 Mal auf Weiter drücken, ja. Stores for supplies are a given, but fields and farms would be nice too. If our population grows, we'll also need some entertainment. You can use this development tree to keep track of our progress. It'll be tough finding the right materials and the right people. Das ist richtig. I'm sure that growing our town will make the alliance stronger in the long run. So, you'd best get to it, yes? Okay. Was haben wir hier drüben noch? Da kann ich meine Gruppe. I have things to do, you know. Kann ich meine Gruppe formen. Jetzt kann ich wirklich frei entscheiden, wen ich mitnehmen will, ne? Sabine muss ich erst rekrutieren wieder. Die ist gerade nicht da. So, sie geht auf jeden Fall nach hinten. Aber sie müsste auch nicht dabei sein, oder? Du darfst mir gerne einen Tipp geben, ja. Das ist Lager. Okay. Mach ich. Gerne. Cool. Mit Adlerauten. Also meine Mission ist jetzt wahrscheinlich, dass ich erstmal die ganzen Dörfer abklapper. Die ganzen Dörfer außenrum. Um halt Leute zu rekrutieren. Lagern, herausnehmen, Ausrüstung. Kann ich die dann nochmal ausrüsten? So, der hat halt die Ressourcen, okay. Stay safe out there. Okay, 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 okay. Ich kann hier nochmal reingucken. Es wird aber alles eine Baustelle sein und leer, ne? Okay, da ist einfach nur der Typ. Oder das Wesen. Mit dem ich mich noch nicht so beschäftigt habe. Ah, das ist ja gut zu wissen. Also so wie Sabine jetzt zum Beispiel, oder? So die ich jetzt nochmal neu rekrutieren muss. Ah, die Stadt ist ganz schön groß. Hier ist auch nichts. Aber ich kann trotzdem erstmal einen kleinen Rundgang machen. Man muss ja die Basis hier, die Heimat, erstmal kennenlernen. Ich bin nur in der Burg gerade, ja. Das konnte ich mir schon denken. Da kommt ja ringsherum auch noch was. Fang mit Leuten an. Ich bin sicher, du wirst welche finden. Ja, ich bin mir auch sicher. Ich habe aber so ein Talent, mich immer zu verlaufen. Mein Orientierungssinn ist nicht immer der beste. Also von da bin ich gekommen. Hier ist ein Friedhof. In der Mitte. Du wirst deine gefallenen Kameraden rächen, das freut mich. Ah, du
schnell weg. Hier ist die Stimmung zu traurig. Drei bis vier Leute in der City gefunden. Im Verlauf der Geschichte. Im Brunnen kann ich noch mal rein. Wo war denn der Brunnen? Der Brunnen ist draußen, ne? In der Mitte vom Hof. Hier sind Bogenschützen, die sehr lange den... Das wird auch nochmal ausgebaut. Auf dem Fried... Ach stimmt, da war ja der Brunnen, ja. Stimmt, das ist der Händler, den man glaube ich schon mal getroffen hat, oder? Da muss ich mir meine Charaktere mitnehmen. Yes. So. Dann hier, Melor. You've come to the right healer. Kogen ist Level 5. Wen nehme ich denn noch mit? Gar ist eigentlich cool. Na komm. Ja, vorne die Männer, hinten die Frauen. So, ausrüsten. Mal gucken, was hat er so? Schwerer Helm wäre für ihn nicht schlecht. So. Nee. Was hat er? Da gibt's nichts. Nun gut. Dann nicht. Dann gehen wir mal in den Brunnen. Danke für den Tipp. Oh, jetzt laufe ich ja schneller durch die Stiefel. Stimmt, hier wollen wir mal. Gucken wir mal. Oh, das ist so ein weiter Weg. So, Ulfbert Stufe 1. Und mal gucken, wo waren rechts? Genau hier. Ah. Ich kann nicht stehen bleiben. So. Oh, ein Kettenpanzer erhalten. Steer to your business. You need an expert to join your ranks and find new mines. I could be cajoled into it. Could be at that. But I swings my mattock for no amateur. You got to prove your mine savvy first. I'll teach you how to mine for iron ore. Bring me three pieces, then we talk. But be quick about it, yeah? Days long, and my patience ain't. Materialien sammeln, ja, das weiß ich, wie das geht. Got it? Good. Da. Den Kettenpanzer soll ich behalten und gehe zum Eingang der Mine, also jetzt den richtigen Eingang, ja? Also einmal durch die Mine durch quasi. Okay, dann Ach stimmt, das müsste ja hier sein, ne?
Es kommt mir alles ein bisschen bekannt vor, aber das ist halt. Da muss man ja schon sehr genau suchen, ne? Um alles dann zu finden. Gerade so eine. So eine wichtige Person. Ist ja nicht gerade irrelevant. This shouldn't be hard. Aber geben dir andere Charaktere auch Hinweise? Hinweise, wo man was findet? Oder jemanden findet? Wenn man halt viel spricht mit den Bewohnern, gerade so, dass sie sagen, ey, ich habe da jemanden getroffen, geh doch mal in die Mine. Das könnte helfen, der könnte uns vielleicht helfen. Aber sowas wäre echt hilfreich. Are you looking for something? Ah, später kann man jemanden finden, okay. And how'd you get the drop on me? Oh, sorry about that. I'm Noah, and I'm just trying to help. Oh, could a pig stuck me? But didn't. Looks like they be trustworthy humans after all. Well, the name's Galdorf. And I'm a rising star among dwarven warriors. It's an honor to meet you, Galdorf. Noah, was it? Do I smell a bit of transcultural friendship in the way you be speaking to me? I guess. Anyway, you seemed like you needed a hand, so... Mm-hmm. Deed I do, deed I do. I'm looking for what's called Pale Night. It's crafted from the ore what's mined here. Ach, zum Glück haben wir den ja schon. Like myself, ain't but naked without it, you see. But brave as I be, if I tackles this cave alone, I got me a 50%. No, a 73%. No, an 89.9% chance things are gonna go sideways right quick. The nearer the prize, the stubbier the fingers, if you get what I'm saying. Would you like me to go find this Pale Knight mail for you? Glory be! This one's gonna brave a dungeon for me without my even asking! Fala's got a name, and it be Noah. Noah, my exemplar of valor! Remember, you promised to be fetching that Pale Knight mail for me. I'm counting on ya. Okay. Das habe ich übrigens auch gemacht. Hier liegt auch Zettel und Stift neben mir. Falls Sachen sind, die ich mir notieren muss. Weil es gibt ja kein Questlog, ist mir aufgefallen. Great Rocky Boulders! Pale Knight Mail! Now I'm a step closer to being the most stalwart of all dwarven warriors. Hey, if you're happy, I'm happy. Oh, I couldn't be more grateful. But words is just words, don't you know? From this day forward, I, Galdorf, rising dwarven star, and soon to be the greatest and most ferocious of my kind, is gonna join ya. Cool. Wait, really? That's great. Ein junger Zwergensoldat. Don't you worry none. I'll find my way to your headquarters. Zettel und Stift braucht man hier wahrscheinlich wirklich, ne, weil... Es gibt kein Questlog, was auch vollkommen okay ist.
Das macht's ja spannend. So, jetzt muss ich noch Eisenerz abbauen. Ein bisschen. Das war Stein. Stein, Stein, Eisenerz. Du hast ein Storybuch, was du in etwa sagst, was du machen sollst, aber das war's dann auch schon. In dem Game muss man halt den Kopf noch selber benutzen, so wie es früher üblich war. Das ist ja was Feines. Das ist ja was Feines. Und wenn mein Kopf nicht funktionieren möchte, dann habe ich hoffentlich jemanden wie dich bei mir. Stimmt, da war eine Kiste. Dass man nochmal so einen kleinen Denkanstoß bekommt. Lass los. Let's get it done. So, was haben wir jetzt? Gleich 11. Elf heißt Frühstück für mich gleich. Und ich muss ganz dringend auf Toilette. Schon seit einer Stunde ungefähr. So, aber ich versuche noch ein bisschen Erz zu finden. Ich glaube, hier rechts war noch, da ist noch. Ist wieder nur Stein. Vielleicht war... Gott. Vielleicht war da rechts, war rechts da noch ein bisschen was. Hier ist wieder nur Stein, cool. Ja, das war das Rumgebummel hier. Hier war doch ein Händler. Steht der immer noch hier oder ist der dann weg? Ah, der stand da oben, ne? Der gute Händler. Ne, der ist noch da. Da ist noch der Händler. Aber ich sehe gefühlt wenig in der Höhle, da hier so viel Licht reinscheint. Sehr hell heute. Hinten war's. Random Encounter. Hogwarts Legacy auf 100% gebracht. Und es hat mich so gestört, wenn ich mir ein Rätsel angeguckt und nachgedacht habe, dass dem Char aber zu lange gedauert hat, er mir bereits die ersten Hints gegeben hat. Ja, das ist halt so... Casual für die breite Masse angelegt, ne? Damit keiner hängen bleibt und jeder die Chance hat, ja, das zu schaffen. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man halt dann Hinweise ausstellen kann oder ja, dass man halt die Option einstellt, ob man Hilfe haben möchte oder nicht. Oder in wie viel man Hilfe haben möchte. You've built yourself quite a town. See, I told you you'd go far. I suppose you'll be needing an item shop. Das ist richtig. There's this guy I know named Hiro, who
might be up to the task. Also an den konnte ich mich halt noch erinnern, ne? Aber da hätte man die zwei anderen wahrscheinlich auch automatisch gefunden, wenn man nach dem gesucht hätte. Freier Werkzeughändler. Sehr schön. Fehlt nur noch das Eisen. Runter. Gib mir ein bisschen Eisen. Okay, da war ja versperrt, okay. Aber mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wo hier so viel war. Shouldn't be hard. Let's see you catch these. Ah, hat er drauf die Aktion, die er auch gegen mich angewendet hat. Wo Ressourcen? Ach, sag bloß, der ist wieder verschlossen, der Weg. Mein Gott. Let's do this. Mein Gott. Es artet ja wieder in Arbeit aus hier. So haben wir nicht gewettet. Na, auf geht's. Leave this one to me. Ach, hier ist auch noch ein Wagen. Cool. Jetzt bin ich wieder hier, Ausgangspunkt. Gibt's hier noch Eisen? Da? Eisenerz 2. Jetzt habe ich's. Perfekt. Well done, lad. You've potential and then some. But somebody needs to take you under their wing. Das freut mich, dass ich Potenzial habe. Give me a tunnel and an hour and I'll have your whole operation up and running. Willkommen. Welcome to the ranks. Glad to help, so I am. Geiziger Bergarbeiter. Nun gut. Dann machen wir ein kleines Päuschen, weil ich muss wirklich ganz dringend auf Toilette. Yep. This place is starting to look pretty good. Well, I'm not resting on my laurels just yet. I promised Perry I'd do my best after all. Well, don't overdo it. I really think you should start getting an adequate amount of rest and recuperation. Mhm.
Danke, Brudi. Marissa! Marissa! We have a problem! Oh, she ran off! Again! She who? Oh no, you don't mean... Hey, Poopy? Oh, hey, Poopy. Sadly, this is not Poopy appreciation time. The luckiest girl alive is getting smiled upon and living for antiquity again. Rather reckless of her, don't you think? Sure is. She might even give you a run for your money. Meaning what exactly? You heard me. Anyway, let's go. Wave and the Grand Warden are discussing what to do, and we should join them. All right. Erstmal ein schöner Skip wieder drin. Hatte ich schon ganz vergessen, dass es ja noch so einen dritten Protagonisten gibt. Naja. Wollte ja auch mal Zeit nach mehreren Stunden, dass man den mal kennenlernt. Ja, ganz hübsch hier. Aber man wird jetzt hier einfach mal ganz kalte Wasser geschmissen. Wo man gar keine Ahnung hat, worum es geht. Ach, Garou, mein Freund. Oh, there you are, Marissa. Is it true she took off again, wife? Poopy? Poopy? Ist ja jetzt schon Kult, das Ding für mich. Poopy. No warning. Same as when she first got here. From what I gather, she heard Primal Lens and Treefolk Village in the same sentence, and then poof, gone. It's my fault. I'm the one who told her. I couldn't help it. She had this glimmer in her eyes when she asked. Don't blame yourself. Someone was bound to let it slip eventually. So what shall we do about this? As I recall, Wave, you promised to watch over her. Do you consider this watching? Das ist aber sehr leise. I was careless, Grand Warden. I'll handle it. I'm sorry, Wave. You shouldn't have to apologize when she's my responsibility. When did I apologize? Oh, back there. Doesn't count. I didn't use the word sorry. Guess being around Marissa is making me pretty good at fake apologies. Hey. Hey. Anyway, something's eating at me. You heard how they found that Primal Lens up north, right? And how there's now some kind of war brewing? Might be time the Guardians rethought their place in the world. That strikes me as quite the leap.
Probably. Forget I said anything. Right now, you need to drag your friend home. Shouldn't take you too long if she's at Treefold Village. The only thing faster than me in the woods is the wind. Don't worry, I'll bring her back. I don't care how lucky she thinks she is. I'm coming with you. Me too. I know the way. Okay. Mind tagging along, Guru? Why? Think they'll need a little extra muscle? Muscle never hurts. Fair enough. Dad! Are you leaving again? Don't worry, baby girl. Dad'll be back at your side before you can blink. Just gotta help Marissa collect a wayward friend is all. Fine. I wish to succeed in this task, Marissa. You and Lean are my very first friends. I do not want anything to happen to you. I know, Nell. Das war eine Maschine, oder? Sah sehr maschinenartig aus, das Wesen. All right then. Lead the way. Morning, Noah. Up and at 'em. I know I'm raring to go. Springt das hier hin und her, oder was? Schwierig. Can I help you, perhaps? Ah, ihn habe ich schon rechtzeitig gefunden, ja. Werkzeugladen, öffnet einen Werkzeugladen. Was machen wir als erstes? Weide anlegen, ja, da brauche ich, ach, sie haben wir ja schon, die Tantchen. Bauholz fehlt. Stein hätte man. Fehlt er mir. Da fehlt Vermögen. Nahrung fehlt. Bauholz fehlt. Okay. Also es fehlt von allem. Man kann nichts machen. Cool. Please come by anytime. Dann soll das Ganze wohl so sein. Mal gucken, wo war was? Da hinten war... Meine Gruppe ist wieder aufgelöst. So, hier geht's raus, oder? Ja. Hurry, Noah! Some kind of monster just broke into the castle. Ein Monster, cool. Da sollte ich mich aber bestimmt ausrüsten, oder? Vorher? In der Gruppe? Komm mal her hier.
wouldn't do, kiddo. The general's strength is your... Count me in. Ja, da war sie, ne? Lucky for you, Ulan's always for love and friendship. You're safe in my hands. Du weißt ja alles. Falls es hier wirklich jetzt im Kampf kommen sollte. Mal gucken, ne? Was da für ein Monster ist. What's going on here? Das sieht aber nicht sehr nach Monster aus. We caught this monster sneaking through the castle, Noah. Are you sure that's a monster? Noah, stop! Don't hurt him! What's the matter, Sumire? He's one of the tree folk! Don't you see that? I knew he wasn't a bad guy. Cassandra told me a little bit about them. You are right there? I'm sorry we frightened you. Kree. Thank you. Oh, kann sprechen. Don't you worry. The people here will treat you kindly. Right, Noah? Of course. What brings you here? How can we help? I see. So, essentially, he... it is he, correct? Aye, sir. And I've a name. Calathor. So, essentially, he wandered out of the tree folk village because he was fascinated by the outside world, then got lost. Most tree folk are born deep in the forest and spend their entire lives close to home. That makes you quite the intrepid adventurer, Calathor. Hi, madam. I saw many things on my journey. I never would have known the sky was so vast had I not left home. But now... Uh-oh. Now I wish to return home. I must tell the others of what I have seen. Noah? Do you think it would be all right if we... Escorted him home? Yeah, that's probably for the best. Don't want anyone else mistaking him for a monster. What I don't understand is that he said he came from the southwest. Yet I know of no roads in that direction. Probably because he used the... what do you call them? Shade trails? Aye, madam. We ask the forest to hide our steps. Yet the shade trail will open for you if we travel together. I'm already champing at the bit. Come on, let's move. Erlaubt es dir, Gruppen an Speicherpunkten zu formieren? Das ist ja auch nicht schlecht. Erhöht die Beschaffungs- und Fundraten der seltenen Materialien an Sammlungspunkten, meine Fresse. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Aber gilt das nur für Bergbau oder generell? What do we dig up this time, eh? So, Knallertor muss mit rein. Knallertor. Was kannst du denn? Du kannst hinten stehen, ne? Dann geht Lien mal raus. I will want to be helpful. Dann kommst du mit rein.
Danke dir. Ich danke dir. Ja, dann geht's los. Nur ein paar schöne Ressourcen sammeln nebenbei. So, draußen ist auch noch eine ganze Menge los. Ach du meine Nase. So, schlafen wir mal in der Herberge. Good to see you. Machen wir ein Schläfchen. Sind hier auffällige Leute, die ich ansprechen kann? Muss schick sein, ein lieber junger Mann hat mir den Weg hierher gewiesen. Ich würde gerne hier bleiben und erleben, wie aus diesem Ort eine tolle Heimat für alle wird. Darfst du. Habe ich nichts gegen. Gibt es sonst noch was da oben? Ja, die ganzen Geschäfte werden erst aufmachen. Ach, hier ist das Tantchen. Noah, they said you were here. Oh, I've been worried sick about you. Well, now that I've seen you hale and hearty with my own eyes, I have so much news from home. You remember Nala from the house behind us? Well, she had her baby and oh boy, was that ever a hullabaloo. Whole village threw a big celebration. Took me right back to when you and Lean were born. Oh, memories. Shame you had to miss it. But don't forget to drop in and wish her well next time you're home. That's just good manners. Mach ich. Tantchen. Martha, I can't believe you're here. How's the village? Oh, repairs are moving along just fine, don't you fret. You recall how handy Aless is, right? Well, he's been going around fixing up a right storm. Man's a force of nature. Oh, and Millie, you remember Millie, right? Well, that little darling is all grown up, and she's apparently taken quite a shine to somebody. Anyway, it's only right that we fix the two of them up. Know any matchmakers around here who could help? Oh, and what's this I hear about you becoming some kind of big fancy leader? My little Noah, moving up in the world. Well, you're going to need all the support you can get, which is why I've decided to work here on the farm. Can't fight on an empty stomach, you know. Auntie, please, slow down. I can't... Up, up, up. Not one more word from you, mister. From this day forward, I'm putting my nose to the grindstone just for you. Oh, and if you think your meddling is impressive, wait until you see the table groaning under all of my delicious food. Ach, die war noch keine Verbündete. Die alte Labertasche Martha. Anyway, enough chit-chat. Where do you keep your farm tools? I'll need seeds, a watering can, a wheelbarrow, some string. Yes, sir. It's time to roll up my sleeves. Now, you get on with your own work, Noah. Don't pretend you're not busy on my account. Dachte, die wäre schon drin, weil sie mir angezeigt wurde, aber dann muss ich doch jetzt nochmal mit ihr quatschen, okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Herr Händler? Ja. Mach ich gerne für dich. Ach, da ist Martha wieder. Ach, hier steckt mein Jägermann. 100 Shots, 100 Bullseyes. You wanna see? Der steht natürlich im Wald, da wo er, ich will nicht sagen, wo er hingehört, aber wo er sich wohlfühlt, glaube ich, ne? So.
Was haben wir denn noch? Schmuse mal kurz was gucken. So, weiter geht's. Was haben wir denn? Also noch weiter Leute rekrutieren. Ne, ich muss jetzt nach Kalator zum Dorf der Baumhürden. Trotzdem Leute rekrutieren irgendwie noch nebenbei, ne? Das ist ja hier die große Aufgabe. Was passiert, wenn ich hier rausgehe? Passiert da was? Darf ich das? Darf ich? Es gibt nicht viel zu holen, scheinbar hier. So, na dann einfach der Story folgen. Was will man sonst anders machen? Den Schattenpfad im Wald zum Volk der Baumhürden. Und dann müssten wir doch auf die anderen auch treffen. Die wollten ja auch dahin. Mhm. Die stecken schon wieder ein bisschen mehr ein. Bisschen härter, die Gegner. Aber war ja zu erwarten. Das knallt gleich wieder rein mit den Erfahrungspunkten. Kaum sind neue Gegner am Start. Aber mit Heilkraut hätte ich mich vielleicht ein wenig eindecken sollen. Naja, naja. So klug war ich mal wieder nicht. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Großer Waldosten. Dann treffen wir jetzt bestimmt auf das Hütervolk da. Und wo Garou auch war. And how do we get in? Please leave this next part to me. Hey. You use a lens for this. Aye. The lens allows we and the forest to become one. Have you no similar custom? Never heard of it. Fascinating. Well, let us be on our way. I will guide you to the village. It is tree folk tradition to welcome friends with open branches. Mit offenen Ästen. I hear that. My village is big on hospitality. Ups, schon schnell weggedrückt. Andere Orte besucht, ja, aber kommt man hier zu anderen Orten? Das sah für mich jetzt so leer aus. Ich müsste durch den Wald da hinten durch, ne? Und da ist noch ein kleines Wäldchen. Machen wir das doch mal. Die zwei Wälder. Gut, dann gucken wir mal in den zwei Wäldern, was da so schön ist. Ups, falsch. So, da. Da ist ein Wald. Gucken wir mal, ein düster Wald.
Ist ja eigentlich auch richtig, man muss ja eigentlich erkunden und Ressourcen sammeln und den ganzen Kram. Manchmal bin ich immer zu stürmisch, manchmal ich bin immer so gruselig hier, wir müssen vorsichtig sein, ich bin immer so story-fokussiert. Schlimm ist das. Guck mal, da ist doch nämlich schon jemand. Eine starke Holzfällerin. I'm looking for companions to help expand our new town. Oh, a new town. I like the sound of that. How much fun would it be to just bang out one new house after another? Oof, sounds like a project that'd really get these chopping arms pumping. So the question is, can I depend on you? Natürlich kannst du dich auf mich verlassen. I'll teach you the ways of the woods, and then you'll get out there and grab 20 pieces of lumber for me. 20 Stück Holz? I'm not gonna work with anyone who isn't willing to get their hands dirty and their back sweaty, you know? You clear on how this works? Then okay, dann 20 Holz. Stimmt, durch den Brunnen könnte ich ja auch wieder zurück ins Startgebiet. Da sagst du was, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Machen wir auf jeden Fall. Peng! Dafür ist es doch, dafür ist das Spiel doch gemacht. Erkunden, sammeln. Aber dann ist man natürlich auch, dann kann es natürlich sein, dass die Bosskämpfe einfacher werden, wenn man alles ringsrum abarbeitet. Das, weil man dann im Level auch steigt. So 10 Bauholz sind das jetzt. Das ist dann so eine Möglichkeit, ne? Man hat hohes Level, man hat viele Helden. Dann werden dann die Bosse in der Hauptstory auch einfacher. Gibt es Helden, die man verpassen kann? Das ist noch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Oh, hier gibt es ja richtig schön Holz. 20 Holz haben wir doch schon. Und ein Federhut, jawoll. Lohnt sich. Ah, okay. Dauerhaft kann man keinen verpassen. Das ist nett, wenn sowas eingeführt ist. Weil ich habe immer so auch die Panik, einfach Helden liegen zu lassen. Und sowas finde ich dann immer schade, wenn da so verpassbare Events sind. Man braucht immer 1000 XP. Oh ja, wenn man zu stark wird, dann geben die Gegner kaum noch XP. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, dann haben sie ja auch da einen Riegel vorgeschoben. Ein mächtiges Monster wurde gesichtet. Okay, weiter darf ich dann also noch nicht. Aber es hat halt gereicht, um Holz zu sammeln. Für die gute Holzfällerdame. I have to be brave. Na gut. Dann gucke ich mir mal die zwei Wälder hier an. Magical Cutie Missile!
Und dann geht's mit der Story weiter. Oder gehe ich noch zurück ins andere Gebiet? Ah, ich weiß es mal nicht. Jetzt hast du mich wieder eine Zwickmühle gebracht mit der Information. Ja, das konnte ich mir schon denken, dass es dann zum späteren Zeitpunkt weitergeht. Ja, dass man dann da weiter rein kann in den Wald. I get a good look at you. Those aren't the soft hands of a slacker. Yep, I could depend on a guy with boar hide like yours. Ja, schließlich mal sonst. Join us. You and I will get a lot done working together. My name's Karen. Great to know you. Freut mich, Karen. Oh, auf den Spoiler würde ich gern verzichten. Wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dann treffe ich die. Das ist ja quasi so, als wenn ich alleine spielen würde. Deshalb, nö. Ich gucke mir jetzt noch den anderen Wald an. Und dann mache ich die Story weiter. Das war nicht da lang, sondern da lang. Und wie komme ich hier nicht so zurecht mit der Karte? Noch nicht. Ich weiß gar nicht warum. I have to be brave. Genau, schmeiß deine Kugeln. Ist abgetaucht. Jawohl. So, naja, jetzt da hoch. Gucken, was in dem Wäldchen so ist. Was war der Kopf? Ich muss da mal, darf ich so schnell reinrennen? Kopfgeldhügel? Kopfgeldhügel, ja. Hm. Auf jeden Fall steht da schon jemand rum. Hey, du siehst aus wie ein Held, den ich rekrutieren kann. Excuse me. Have you seen a girl around? 14 years old, long black hair. Her name is Marin. I'm sorry, I haven't. Is she in some kind of danger? She's my little sister. She usually stays at home, but she left a note saying she'd gone into the woods to look for herbs. I expected her back by now, but there's still no sign of her. I can't help but worry that something bad's happened. Ich helfe dir, sie zu finden, natürlich. Okay, I understand. I'll help you find her. Huh? You will? Yeah, she could be in trouble, right? Thanks. I really appreciate that. Marin's got a knack for finding herbs, pretty rocks and such. So she's probably near one of the forest's foraging spots. Okay. I'll show you the way. Follow me. Okay, jetzt muss ich ihn mitnehmen. I'll give it my all. Kurzbogen. Na dann. Gucken wir mal, wo sie ist. Packen wir es an. Reis. Und ein großes Tier. Sehr praktisch, dass sie gleich im nahen Umfeld solche Sammelstellen eingerichtet haben. Für Ressourcen. Pick, pick. Zwei nur. Krass. Nur zwei. Drei Schaden waren es. Drei Schaden, ne? Da hat er eine gute Verteidigung.
but not strong enough. Guck mal, der versperrt schon wieder den Weg. Da ist schon die Schwester? Nee. She usually does her foraging around here, but I don't see any sign of her. I don't get it. I've told her over and over not to go deeper into the forest. Our parents have passed, so it's just the two of us now. I'm the one who's meant to look out for her, but she's... Das ist das halt mit den kleinen Geschwistern, ne? I have a little sister myself. Sounds like she's a very different person from your sister, though. Oh yeah? Is that why you agreed to help? Mm-hmm. What's your sister like? She's a bit of an oddball. Excessively adventurous, I guess you might say. She insists that she's the luckiest girl alive and that the runes are somehow smiling on her. It's no end of trouble with that one. Wow. You don't have it easy either, huh? I guess you really do know how I feel. Ist seine Schwester vielleicht die Person, die gesucht wird von den Hütern? Die haben doch irgendwas Ähnliches erzählt, dass das Glück auf sie herablächelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Da war doch irgendwas, dass die Ruinen auf sie hinablächeln und sie glücklich ist dadurch. Hm. Something tells me you and I will get along. But that's a discussion for after we find Marin. Let's go search somewhere else. Könnte ja sein. Klingt ja irgendwie plausibel, finde ich. So, da oben darf ich noch nicht hin. Ist noch abgesperrt. Hallo, wer bist du denn? No luck here either. She must have ventured further in. But why? Warum? There are monsters in the heart of the forest. We should hurry. Yeah, let's go. Na dann los, nicht so viel quatschen. Pelz erhalten. Ups. Ein Schmecker, Fledermaus. Ein Schaden. Was ein Tank. Drei Schaden. Oh, nicht schlecht. Alles klar. Hier ist nichts. Aber du? Oh, ich glaube, du bist noch nicht auf meinem Niveau. Okay. Dann halt nicht. Da oben darf ich auch noch nicht hin. Aber jetzt müssen wir sie doch finden. Da ist er. Wir haben sie gefunden. Ich dachte, das wäre jetzt ein größerer... Das kleine Ding. Okay. Kleiner Gegner für zwischendurch, nehme ich. Marin. Oh, I'm so glad to see you. Wyler, I was so scared. How many times have I told you not to go into the heart of the forest alone? But you got hurt yesterday. And the herbs that would make you feel better don't grow nearby. Guck mal, Schwesterliebe hier. You noticed that? I didn't want to worry you. Silly goose. Keeping so quiet about it made it all the more obvious. It's Noah, right? Thank you. Oh, thank you so much. Is there any way I can repay you? Ja, du kannst dich gerne uns anschließen. Dann ist die Schuld beglichen. Well, actually...
Wir suchen noch Leute, wollt ihr mitmachen? Aber durfte ich das jetzt nicht einsammeln da oben? But I assumed that was all happening someplace far away. Now it sounds like it's about to become our problem. I don't know if I could protect Marin if war came to our forest. Noah, I want to join your alliance. Schließ dich uns an. Join us. Thanks. My name is Wyler. And when it comes to archery, I don't miss. You'll be glad to have my bow on your side. I'll make sure of that. Then I'm coming too. Whoa there. You can't. Look, if you're going to be all I never miss and get yourself hurt again, then you'll need my herbs to feel better, just like you always do. And I bet I could help others with my remedies too. You know it's true, Wyler. Well, I mean, if you promise to stay out of danger. Thanks. My name's Marin, and I'm good at finding herbs and pretty stones. While my brother's looking out for you, I'll look after him. Der gutherzige Jäger. Und die Sammlerin. Hier gibt es überall Gefahren, pass auf. Ich will dich erstmal raus aus meiner Gruppe haben, ja. So, jetzt gehe ich doch nochmal zurück ins Schloss. Oder in den Unterschlupf. Und vielleicht kann ich ja was ausbauen schon mal. Und die Gruppe neu formieren. Ja. Dun, 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 dun. Kräuter kaufen? Kann ich noch nicht bei mir, ne? Hab noch keinen Händler. Die hintere Reihe rein, der Donnert. Der Baum ist schon nicht schlecht. So, so, so. Schnellen Schrittes. Da ist noch nichts. So, aber jetzt mal hier gucken, ob ich was ausbauen kann und ja, nehme die Materialien aus meiner Materialtasche. Das ist ja eine richtige Bruchbude noch hier. Viel Arbeit, das Ding hier hübsch zu machen. So, dann gehen wir mal hier rüber. Hallo, werte Dame. Ja, ich möchte gern was ausbauen. Einen Steinbruch anlegen, eine Weide anlegen oder eine Holzfällerhütte bauen. Sammel von Bauholz und Früchten, Stein und Salz erhalten, Essen und Milch erhalten. Fragen zu deinen Verbündeten nach der Prophezeiungssalon. Das ist das. Handelshaus bauen. Baut ein Handelshaus. Ich glaube, das ist schon mal nicht schlecht, ne? Restaurant, können wir mal sein lassen, aber ein Handelshaus. Dann kriege ich auch einen Rüstungsladen. Bevölkerung plus 300. Oh, why thank you. Mit Konfetti.
Handelshausrenovierung. Und ich glaube, wenn jemand Holz hier abbaut, wäre das auch nicht so verkehrt. Als Material. Kein Feuer bitte machen. Bevölkerung plus 40. I'll work even harder now. Steinbruch. Okay, das ist dann das nächste. Auf jeden Fall erstmal so ein Handelshaus. Werkzeugladen. Restaurant. Please come. Ja, gut, ja, mal anfangen. Jetzt die Gruppe noch mal ändern. Changing things up, hm? So, du raus. Sie geht auf Mitte, er geht auf kurz. Ach, Marin kann sogar mitkommen. Hoch. Hätte gedacht, die ist nur ein Support-Charakter oder so. So, was haben wir denn noch? Sie kann erhöht leicht die Beschaffungsrate an allen Sammlungspunkten. Erhöht Beschaffungs- und Fundrate seltener Materialien an Holzfällerpunkten. An Zutatenpunkten. An allen Sammlungspunkten. Dann nehmen wir das sie mit. Das wäre erstmal alles, ja. So, dann kann ich mal meinen Laden gucken, wo der ist. Mein neuer Laden. Ihm erstmal einen Besuch abstatten. Der ist gleich hier. Schön zentral. Ganz schön dunkel, die Bude. Ist da niemand drin? Nichts zu berichten, das freut mich. So, naja, gut. Machen wir uns mal wieder vom Acker. Ah, ich muss erst den Shop bauen, okay. Das war jetzt einfach nur, das Handelshaus ist jetzt quasi die Vorstufe, oder? Wie darf man das verstehen? Und der Werkzeugladen ist dann das, wo ich... Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.